Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir starten mit Dragon Age Inquisition. Was möchte ich eine Elfin nehmen? Eine weibliche. Und zwar ist eine... Oh, ich bin mir noch nicht sicher, ob Kriegerin... Ich denke mal, Krieger ist nicht verkehrt. So. Ich werde auch eine Weltlage importieren. Da habe ich nämlich ein bisschen dran rumgebastelt. Keine Ahnung, was das gebracht hat, aber wir werden es sehen. In deinem Inventar kannst du dir sämtliche Pläne ansehen, die du besitzt. Suche eine Handwerksstation auf, um aus Plänen Waffen und Rüstung für deine Gruppe herzustellen. Ja, Standard halt, dass du hier zwischendurch mal ein paar Tipps kriegst, ne? Und es lädt. Okay. Aussehen anpassen. Ich glaube, hier können wir was draus machen. Allgemein die Gesichtsform erstmal. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Das ist eigentlich ganz hübsch. Mal schauen, wie sich das macht, wenn wir die Hautfarbe noch ein bisschen verändern. Nö, die ist gut. Der Taint. So wirkt das cool. So eine Strahleaugen wären toll. Oh, die sind schön. Haare. So was Gescheites aus den Haaren machen. Ja, das wirkt so leicht elfisch. Obwohl das natürlich viel cooler ist. Nee, Glatze ist scheiße. Also das gefällt mir so ganz gut eigentlich. Ich schaue nochmal in die andere Richtung, was wir da noch so haben. Das ist jetzt der Kurzhaarfrisuren. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle für eine Elfin. Das ist so schwuler Italiener. Also doch, ich tendiere schon sehr stark dazu. So silbrige Haare, aber ne, schwarz ist natürlich auch geil. Wo so ein Blond auch nicht verkehrt ist, also ein Rot, so ein Rotton hier hat doch was. Alles, was ihr gehört habt, entspricht der Wahrheit. Ich hoffe einfach, dass ich helfen kann. Ah, das hat was. Kopf und Ohren, die Ohrengröße, ja. Sieht man jetzt zum Glück nicht mehr. Langenform Stirn. Augen. Ah. So finde ich die ansprechend. Scheiße, was waren die? Augengröße. Augenposition ist gut, Augenbrauenstil gefällt mir noch nicht. Ah. Wimpernstil. Keine ist auch mistig.
So ist das gut. Äußere Irisfarbe. Ja, das hat doch was. Innere Irisfarbe. Bam. Narben und Tätowierungen. Eigentlich schade, so eine hübsche Frau zu verschandeln mit einer Narbe. Tätowierungsdesign. Gefällt mir nicht die Tätowierung. Deswegen mal schauen, ob man die auch wegmachen kann. Ja, wäre halt schön, wenn man sie nicht mehr so sieht. So sieht das doch gut aus. Ein bisschen Make-up, Lidschatten. Weniger Intensität. Gib deinem Charakter einen Namen. Elana ist gut, ich lasse das jetzt mal. Ist doch gar nicht mal schlecht geworden. Finde ich zumindest. Also mir gefällt's. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Und auch nicht so wirklich, was das für Viecher sind. Auf jeden Fall war das hell. Arschhell. Wer bist du? Hallo, wer seid ihr, Leute? Im Moment wirft alles mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Ich hoffe mal, das ändert sich natürlich. Grafisch sieht es auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus, das muss man sagen. Ja, was gibt's zu sagen gerade? Es lädt. So, da sind wir also. Das sieht aus, als sitzen wir in einer Zelle. Fast so wie bei Elder Scrolls spielen. Du fängst immer gefangen an. Mal auf der Hinrichtung, mal im Knast, dies, das, jenes. Das ist wirklich so, ne? Oh. Oh. Was hab ich denn hier für einen coolen Trick drauf? Wer ist das? Hallo? Schätzchen? Hallöchen? Wer bist du denn? Hübsch. Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollen. Das Konklave ist vernichtet. Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Alle außer euch. Alle sind tot? Was meint ihr damit? Erklärt mir das! Ich habe selber keine Ahnung, Perle. Kann ich nicht. Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht. Ich weiß nicht, was das ist oder woher ich es habe. Ihr lügt.
Wir brauchen sie, Cassandra. Ich kann es einfach nicht glauben. All diese Leute sind tot. Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Nicht so wirklich. Dass ich gerannt bin. Irgendwelche Dinge haben mich gejagt. Und dann war da eine Frau. Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt. Doch dann... Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana. Ich werde sie zum Riss bringen. Was ist geschehen? Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Okay. Was will sie uns hier nur zeigen? Oh. Um Gottes Willen, was ist passiert? Der Dämonen, der mit jeder Stunde, die vergeht, größer wird. Das ist allerdings nicht der einzige Riss dieser Art, nur der größte. Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave. Dazu ist eine Explosion imstande? Diese war es. Wenn wir nichts tun, könnte die Bresche größer werden und die ganze Welt verschlingen. Das ist sehr uncool. Was ist los? Jedes Mal, wenn sich die Bresche erweitert, breitet sich auch euer Mal aus. Und es tötet euch. Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten. Aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ihr denkt nach wie vor, ich wäre dafür verantwortlich. Ihr glaubt, ich hätte mir das selbst angetan? Nicht absichtlich. Irgendetwas ist ganz offensichtlich schiefgegangen. Und wenn ich nicht dafür verantwortlich bin? Irgendjemand ist es. Und ihr seid unsere einzige Verdächtige. Aber ihr wollt eure Unschuld beweisen? Dann ist das hier eure einzige Möglichkeit dazu. Ihr sagt, es sei vielleicht der Schlüssel, um was zu tun? Die Bresche zu schließen. Wir wissen nicht, ob es überhaupt möglich ist. Doch das werden wir in Kürze herausfinden. Es ist jedenfalls unsere einzige Chance. Und eure. Tja, dann sollten wir wohl mal helfen. Das heißt? Ich werde tun, was auch immer nötig ist. Koste es, was es wolle. Was passiert jetzt? Für sie steht eure Schuld fest. Sie brauchen diese Erklärung. Die Bewohner Havens trauern um ihre Heiligkeit, die göttliche Justinia, das Oberhaupt der Kirche. Das Konklave war ihre Idee. Es war eine Möglichkeit, Frieden zwischen den Magiern und Templern zu stiften. Sie rief ihre Anführer zusammen und nun sind sie tot. Wir schlagen um uns wie der Himmel, doch wir müssen an mehr denken als nur an uns selbst. So wie sie es getan hat. Ja, das ist schon richtig, ne? Die Bresche muss geschlossen werden. Einen gerechten Prozess erhalten. Mehr kann ich euch nicht versprechen. Kommt, es ist nicht mehr weit. Wohin bringt ihr mich? Euer Mal muss an etwas Kleinerem als der Bresche getestet werden. So, so können wir uns bewegen. Läuft sehr schön flüssig, die Bewegung, das muss man ja sagen. Grafisch sehr schön, gefällt mir. Typisches Waffenrad. Okay. Questkarte. Tagebuch, jawohl.
Das sieht nach sehr verworrenen Menüs wieder aus. Rollenspiel sei Dank. Alter, grafisch ist das echt eine Wucht. Leck mich am Arsch. Das sieht verdammt geil aus. Ah, und das tut weh. Die Abstände werden kürzer. Oh, oh ja, ich merke das schon. Das tut ja auch ordentlich weh, der Scheiß. Je größer die Bresche wird, desto mehr Risse tauchen auf. Und mehr Risse bedeuten auch mehr Dämonen, mit denen wir es zu tun haben. Wie konnte ich die Explosion überleben? Sie sagten, ihr wärt aus einem Riss gekommen und dann ohnmächtig geworden. Okay. Sie sagten, hinter euch im Riss sei eine Frau gewesen. Doch niemand weiß, wer sie ist. Wow. Oh, klasse. Bleibt hinter mir. Ja, das ist nicht die schlechteste Idee, sich eine Waffe zu schnappen, würde ich sagen. Ja, die Viecher sind chillig. Es ist vorbei. Weg mit der Waffe. Los. Wenn ihr mich durch ein Tal voller Dämonen führen wollt, werdet ihr mir vertrauen müssen. Nennt mir nur einen Grund, warum ich euch vertrauen sollte. Weil mein Leben auf dem Spiel steht. Ihr habt recht. Wenigstens ist sie einsichtig. Und ich kann auch nicht von euch erwarten, dass ihr euch nicht selbst schützt. Aber ein ziemlich großes Schwert für uns kleine Person irgendwie. Ich sollte mich daran erinnern, dass ihr bereit wart, aus freien Stücken mitzukommen. Nehmt diese Tränke. Weiß der Erbauer, was uns erwartet? Ah, Heiltränke, sehr schön. Wo sind eure ganzen Soldaten? Im vorgeschobenen Lager oder im Kampf. Wir sind im Moment auf uns allein gestellt. So. Ah, ein Templerhelm. Inventar ist nach rechts. Rüstung. Aber das mit dem Helm gefällt mir nicht, das muss ich direkt mal ändern. Anzeige. Benutzeroberfläche. Helm ausblenden, bitte. Ist ein bisschen angenehmer für euch, dann könnt ihr nämlich auch mitlesen, falls ihr mal was nicht richtig hört, etc., weil ich dazwischen laber, weil ich es nicht mitkriege, sonst sowas. Fähigkeit verwenden, Mana und Ausdauer und im Kampf mächtige Effekte des Semesters Fähigkeiten können erst nach einer gewissen Zeit erneut eingesetzt werden. Alles cool. Vorsicht! Wenn wir sie flankieren, sind wir vielleicht im Vorteil. Ja, die sind gut. Man kriegt sie vernünftig getötet. Passt also. Aber nicht wirklich was Plünderbares. Schade. Hier vielleicht?
Hast du was für mich? Du. Ach, keiner was für mich dabei. Tolle Scheiße. Ist gefallen. Problem ist jetzt das Klöpple da auf dem Hügel. Naja, war wohl nichts. So, wir sollen uns hier mit Cassandra in Richtung des Risses begeben. Das machen wir auch fleißig. Oh, guck mal, sogar die Fußabdrücke im Schnee. Herrlich, herrlich sieht das aus. Sie kommen aus der Bresche. Oh ja, sie kommen. Ja, der hat gesessen. Er hat gescheppert. So, da sind nochmal zwei. Direkt drauf da. Drei sogar. Hey. Ah, ich hab direkt geplündert im Kampf, wie sich das gehört, für einen guten Plünderer. Schattenessenz. Ein paar Essenzen sind bestimmt nicht verkehrt. Ich weiß zwar noch nicht, wofür sie gut sind, aber wir nehmen sie natürlich mit. Wir nähern uns dem Riss. Man kann die Kämpfe schon hören. Wer kämpft da? Das werdet ihr gleich sehen. Wir müssen ihnen helfen. Okay. Was ist das denn? Schnell, bevor noch mehr hindurchkommen! Was habt ihr gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Das ist ganz allein euer Verdienst. Dann ist das Ding ja doch für irgendwas gut. Welche Magie auch immer die Bresche am Himmel geöffnet hat, hat auch dieses Mal auf eurer Hand hinterlassen. Ich hatte schon vermutet, dass das Mal fähig ist, die Risse zu schließen, die sich infolge der Bresche geöffnet haben. Und anscheinend hatte ich recht. Was bedeutet, dass es vielleicht auch die Bresche selbst schließen könnte? Ja, vielleicht. Es scheint, als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung. Okay. Gut zu wissen. Und ich dachte schon, wir würden für alle Zeiten bis zum Arsch in Dämonen warten. Er gefällt mir schon mal. Barry, er ist gut. Schurke, Geschichtenerzähler und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte. Es freut mich, euch kennenzulernen, Varric. Das werdet ihr im Laufe der Zeit womöglich. Ich bin mir sicher, wir beide werden im Tal noch die allerbesten Freunde, Grieskram. Vergesst es. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Varric, aber... Wart ihr in letzter Zeit mal im Tal, Sucherin? Eure Soldaten haben dort nicht länger die Kontrolle. Ihr werdet mich brauchen. Da wir gerade alle dabei sind, uns miteinander bekannt zu machen, mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch am Leben seid. Was er meint ist, ich habe verhindert, dass euch dieses Mal tötet, während ihr geschlafen habt.
Ihr scheint ziemlich viel über das alles zu wissen. Saulus ist ein Abtrünniger und äußerst bewandert in der Art. Aha. Genau genommen sind jetzt alle Magier Abtrünnige, Cassandra. Ich konnte durch meine Reisen viele Dinge über das Nichts lernen, die weit über das Wissen jedes Zirkelmagiers hinausgehen. Okay. Ich bin hier, um hinsichtlich der Bresche meine Hilfe anzubieten. Wenn sie nicht geschlossen wird, sind wir alle, egal welche Abstammung, verloren. Das ist eine lobenswerte Einstellung. Sie ist lediglich vernünftig. Auch wenn Vernunft derzeit ein seltenes Gut zu sein scheint. Cassandra, es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Die Magie, mit der wir es hier zu tun haben, ist mit nichts, was ich kenne, vergleichbar. Eure Gefangene ist keine Magierin. Und ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, dass irgendein Magier eine derartige Macht besitzt. Ich verstehe. Wir müssen so schnell wie möglich das vorgeschobene Lager erreichen. Ja, Bianca ist schon ganz aufgeregt. Bianca? Deine Ambrose-Kollege? Würde ich jetzt ja mal fast vermuten, ne? Hier lang, das Ufer runter. Der Weg vor uns ist blockiert. Wir müssen uns beeilen. Ich würde aber erstmal hier gucken. Warwick, du bist ja ein Zwerg. Auch cool. Alles nehmen. Barbaren Großaxt. Das klingt ja eigentlich so nach meinem Kaliber an Sachen Waffen. Ja, die finde ich geil. Die gefällt mir. So, wir sind auf dem Weg zum vorgeschobenen Lager jetzt. Aha. Ich kann auch andere Gruppenmitglieder kontrollieren, so typisch Dragon Age halt. Achtung, Dämonen! Und seid ihr jetzt froh, dass ihr mich dabei habt, Sucherin? Ja, sicher. Ah, jetzt können wir die taktische Ansicht benutzen. Verwende die taktische Ansicht L, um das Schlachtfeld abzurufen. Verwende R3 und zwischen den Zielen zu wechseln. Ah ja, man kann also die Kämpfe hier schön taktisch setzen. Und Warwick könnte jetzt wohl mal einen speziellen Angriff. Kann wohl auch so kämpfen, wie wir das eben schon gemacht haben. Und wir haben eine Trophäe erhalten, Synergie. Ich weiß nur nicht, wofür sie ist. Aber wird schon richtig sein so. Ja. Also, wir merken, die Gegner hier hauen gut rein. Ist aber nicht so schlimm, wir kommen damit zurecht. Aber ich denke mal, es ist immer sinnvoll, sich ein bisschen hier umzuschauen direkt. Weil die Musik hat auch noch nicht aufgehört. Das ist meistens so ein Zeichen dann dafür. Dass uns noch etwas erwartet. Ich vermute jetzt mal hier in diese Richtung vielleicht. Einfach mal schauen gehen. Schauen kostet nichts. Hier liegt nämlich eine Leiche rum. Nichts Plünderbares. Aber man kann ja hier mal reingehen, mal gucken. Und gucke mal an, hier gibt es sogar was zu plündern. A, B,
bisschen Gold wenigstens. Was gibt's da noch? Ein Sack voll Reis oder was? Oh, Seide. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber wir wollen jetzt das vorgeschobene Lager erreichen. Also sollten wir uns auch auf diesem Weg machen, es in Angriff zu nehmen, dorthin zu gelangen. Dann seid ihr unschuldig. Ja. Ich erinnere mich nicht, was passiert ist. Damit kommt ihr nicht durch. Ihr hättet euch irgendeine Geschichte ausdenken sollen. Das hättet ihr getan. Es ist glaubwürdiger und senkt die Gefahr, auf dem Schafott zu landen. Ah, dem Mönchen. Herrlich, Gegner töten. Der ist auch hinüber. Ist hier noch einer? Ah, leider nicht. Schade. Liliana hat es geschafft, hier durchzukommen. Sie ist ziemlich einfallsreich, Sucherin. Sobald wir das vorgeschobene Lager erreicht haben, wissen wir es. Wir sind fast da. Ja, so weit scheint der Weg nicht mehr zu sein, aber ich denke mal, wir werden noch einen guten Kampf bestimmt haben vor dem Lager. Ist ja meistenteils so, dass dann noch ein ordentlicher Kampf kommt oder auch zwei. Noch ein Riss. Wir müssen ihn schließen. Schnell. Es werden immer mehr. Helft uns. Jawohl! Benutzt das mal! Der Riss ist geschlossen. Wir haben sogar Stufe 2 dadurch erreicht. Den Charakterbogen Fähigkeiten. So, Waffe und Schild, Zweihandwaffe, Schlachtermeister. Jede Fähigkeit beinhaltet aktive, passive, bla bla bla. Ja, wie halt so ein Fähigkeitssystem funktioniert. Schildbrecher, Kampfrhythmus. Leichte Beute. Wirbelsturm. Hey. Oh Menno. Kann ich mir noch nicht leisten, ne? Taktiken, Attribute, Verhalten. Charakterbogen. Cassandra. Soulless Work. Ah ja, jeder hat also wieder ein eigenes. Im Moment sind wir sicher. Gut gemacht. Was auch immer dieses Ding auf eurer Hand ist, es ist nützlich. Oh ja. Nutze Vorratslager, um Tränke aufzufüllen. Alles nehmen. Ah, da sind sie also. Ihr habt es geschafft. Kanzler Roderick, das ist... Ich weiß, wer sie ist. Als Großkanzler der Kirche befehle ich euch hiermit, diese Verbrecherin nach Val Royaux zu bringen, wo sie ihre Hinrichtung erwartet. Ihr befehlt es? Ihr seid ein besserer Büttel, ein Bürokrat. Und ihr seid eine Handlangerin, und zwar eine, die angeblich der Kirche dient. Wie ihr sehr wohl wisst, Kanzler, dienen wir ihrer Heiligkeit. Justinia ist tot.
Wir müssen eine Nachfolgerin wählen und uns dem beugen, was sie in dieser Angelegenheit entscheidet. Redet nicht über mich, als wäre ich nicht hier. Ihr solltet auch überhaupt nicht hier sein. Lasst uns abziehen, Sucherin. Unsere Lage hier ist hoffnungslos. Wir können das alles noch aufhalten, bevor es zu spät ist. Yep. Und wie? Nämlich dank euch. Mit all euren Soldaten werdet ihr nicht lange genug überleben, um den Tempel zu erreichen. Wir müssen zum Tempel. Das ist der schnellste Weg. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ein ganzer Trupp ist auf diesem Weg verschollen. Es ist zu riskant. So hört doch auf mich. Gebt diesen Plan auf, bevor es noch mehr Tote gibt. Ja. Wie sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Jetzt interessiert es euch also, was ich denke? Ihr tragt das Mal. Und ihr seid die Einzige, die wir am Leben erhalten müssen. Da wir es nicht schaffen, uns zu einigen. Nehmt den Weg durch die Berge. Arbeitet zusammen. Ihr alle wisst, was hier auf dem Spiel steht. Liliana, bringt unsere verbliebenen Leute ins Tal. Jeden Einzelnen. Die Folgen gehen auf euer Konto, Sucherin. Ja, das scheint sie in Kauf zu nehmen. Und wir mussten ja eine Entscheidung treffen. Oh, ich hasse es immer, solche 50-50-Entscheidungen zu treffen. Mache ich doch gerade einfach so schön die Grafik hier genieße. Genau, ich wollte eben ins Inventar, weil ich nämlich glaube ich... Schwert der Inquisition. Wo ist denn jetzt mein Solas? Genau, Akolytenstab des Eisens hatte er. Ich will ihm aber diesen des Feuers jetzt geben. Ja, und unser Weg ist jetzt das Ziel. Erreiche den Tempel, über den Weg über die Berge. Doch den Weg werden wir uns weiter angucken in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Age Inquisition. Und eure verschwundenen Soldaten sind irgendwo da drin? Gemeinsam mit dem, was auch immer sie festhält. Bis dahin, euer Marugir.